Der Ort Meierling besteht in erster Linie aus dem Schloss Meierling mit dem Karmelitinnenkloster, dem Franziskanerinnenkloster, zwei Kirchen, drei Gaststätten und einigen Einzelhäusern. Durch eine Tragödie ist der Ort weltbekannt geworden und Ziel vieler kulturinteressierter Touristen. In Meierling erschoss Kronprinz Rudolf am 30. Jänner 1889 erst seine geliebte Mary Wetscherer und beging anschließend Selbstmord. Das Schloss Meierling war bis 1889 Jagdschloss bei Alland in Niederösterreich, südwestlich von Wien. Das seit 1550 im Besitz des Stifts Heiligen Kreuz befindliche Anwesen wurde 1886 von Kronprinz Rudolf erworben und zum Jagdschloss umgebaut. In der Nacht zum 30. Jänner 1889 starb hier der österreichische Thronfolger Kronprinz Rudolf von Habsburg. Die näheren Umstände sind bis heute ungeklärt, da der Wiener Hof Schlüsseldokumente vernichtet und Zeitzeugen zum lebenslangen Schweigen verpflichtet hat. Nach dem aktuellen Stand der Forschung erschoss der von Depressionen geplagte Rudolf zunächst seine Geliebte, die 17-jährige Baroness Mary Wetscherer, ehe er sich selbst durch einen Kopfschuss tötete. Rudolfs Vater, Kaiser Franz Josef I. von Österreich-Ungarn, ließ das Jagdschloss noch im selben Jahr umbauen, wobei das Schlafzimmer Rudolfs abgerissen und an dessen Stelle dem Gebäude eine Kirche angefügt wurde. Deren Altar befindet sich exakt an der Stelle, an der in Rudolfs Schlafzimmer das Bett stand, auf dem Rudolf und Mary starben. Das Schloss wurde sodann in ein Kloster umgewandelt und den Karmelitinnen übergeben. Entgegen seinem ausdrücklichen letzten Willen wurde Rudolf nicht gemeinsam mit Mary Wetscherer auf dem Friedhof im benachbarten Stift Heiligen Kreuz bestattet, sondern in der Kapuzinergruft in Wien beigesetzt, wo er neben seinen Eltern Franz Josef I. und Kaiserin Elisabeth ruht. Mary Wetscherer wurde in Heiligenkreuz beerdigt.